It's delicious. Hallo liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen zu Madden 18 und Game Nummer 2 mit den San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks hier im Century Link Field. Die Seahawks haben ihr erstes Spiel gegen die Green Bay Packers auch verloren, sind also richtig heiß drauf, hier Schadensbegrenzung zu machen. Wir beginnen gleich mal wieder mit einem Laufspiel, das im letzten Spiel leider nicht so Früchte getragen hat, das aber heute für, ja, sollte ich jetzt sagen, keine Ahnung, muss ich mich gleich konzentrieren. Es muss heute ein besser laufen, das Laufspiel, gegen eine sehr, sehr gute Defense der Seahawks. Hier finden wir Heide und der macht uns doch eine heile Freude. Garoppolo mit dem ersten Pass für, ja, 13 Yards. So möchte ich ihn sehen. Nach dem sehr, sehr schlechten Spiel im ersten Game gegen die Panthers, das wir eigentlich gewinnen hätten können, hier jetzt nochmal mit einem guten Rush von Heide für 5 Yards. Ja, nach diesem verpatzten ersten Game, wo auch die Seahawks hatten, sind wir auf Wiedergutmachung aus. Aber eben nicht nur wir, auch die Seahawks. Und das reicht für 10 Yards. Und das gibt noch eine Verletzung. Eieiei. First and 10. Laufspiel. Immer schön das Laufspiel integrieren. Und solange das Laufspiel läuft, muss man sich eigentlich auch keine Gedanken machen. Wichtig hier, Russell Wilson und die Seahawks so lange wie möglich vom Feld zu halten, ihn nicht zum Einsatz kommen zu lassen. Auch wenn die O-Line sehr, sehr schlecht ist, ich traue unsere Defense dann doch nicht, dieser riesen große Schritt zu, dass sie Wilson so unter Druck setzen könnte, dass es gefährlich werden könnte. So, kurzer Pass, 3. und 1. Ich würde da nochmal laufen, aber ich bin ja nicht der Coach. Pass kommt an und das reicht. 3. Pass für 33 Yards, macht einen Schnitt von 11 Yards pro Pass. Muss ich auch nicht gut sein in Mathe. So. Kittel ist der Jimmy Graham der 49ers. Derjenige, der für die kurzen, harten Pässe zuständig ist. Und das kann er auch hier wieder zeigen. Wir kommen langsam in die Endzone. Red Zone haben wir bereits erreicht, also hier kann es gefährlich werden. Und das ist super. Kittel oder Heide? Wer war's? Es war schon wieder Heide. Meine Güte, dieser Heide macht mir eine Heidenfreude. Klasse, was der uns heute hier zeigt. First and goal der 49ers. Passversuch zu Kittel. Wir mussten da ein bisschen improvisieren. Nicht gerade das, was sich hier Garoppolo vorgestellt hat. Aber wir gehen jetzt nochmal mit dem Laufspiel. Heide spielt so klasse. Und dann bringt man Williams. Okay, verstehe ich nicht. Aber okay, alles gut. Williams auch gut. Er macht hier ein paar Yards. 3, um genau zu sein. So, ab in die Endzone, 3. und Goal. Wieder auf Kittel, das ist das 3. Mal, wo ich ihn spiele. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Idee ist. Oh, fast der Interception, reicht nicht. Ja, in der Endzone patzen wir doch noch ziemlich oft. Aber hier mit 3 Punkte gegen diese Defense lässt sich doch das sehen. Jetzt muss unsere Defense mal was zeigen. 2. und 17, 3. und 13 und das tut sie auch. So, First Quarter, also kein Grund hier irgendwie hektisch zu sein. Aus der eigenen Zone hinaus, Laufspiel, nicht versuchen hier noch einen Safety zu riskieren.
Jawohl, der macht die 10 Yards und sogar noch ein paar extra Yards. Spiele das Spiel übrigens gleich im Anschluss zum ersten Let's Play. Heißt, ich kann noch nicht auf eure Kommentare über Jimmy Garoppolo eingehen. Werde aber hier auch diese Kommentare von diesem Spiel lesen. Also schreibt nochmal rein, falls ihr das im ersten Let's Play noch nicht gemacht habt. Eure Meinung zum Mega-Deal von Jimmy Garoppolo, und dann werden wir das im Verlauf der nächsten Folge mal zusammen diskutieren. Und das reicht für 10 Yards. Wieder Laufspiel. Und das reicht wieder für 2-3 Yards. 2 Yards. Guter Start hier der 49ers, die sehr konstant spielen, sehr kontinuierlich gut. Und wieder, reicht das? War der Ball über der Linie? Ich würde sagen, ja, ja, First and 10, die Füße waren über der Linie. Pass auf Kittel, und da werden wir sehr, sehr schnell unter Druck geraten. Riskanter Pass. Nein, die Seahawks rechnen nicht mit diesem Spielzug, und das reicht für 7-8 Yards. 7 Yards. Also, ich bleibe bei meinem Gameplan, Russell Wilson vom Feld zu halten. Oh, und da hat weder die O-Line gut gespielt, noch der Receiver sich einigermaßen freigelaufen. Die Konsequenz ist Garoppolo gesackt zum ersten Mal in diesem Spiel. Wahrscheinlich nicht das letzte Mal. Passversuch auf Robinson, 3. und 11. Kommt an, und der andere setzt keinen Block. Schade, wenn der noch geblockt geworden wäre, hätte es vielleicht gereicht. So, kurz was trinken. Und die Seahawks machen hier ordentlich Yards, schaffen wieder der zweiter Goal und hier den Touchdown. Also die Defense der 49ers ist der Offense der Seahawks noch nicht gewachsen. Gut, ist auch ein Kräfteverhältnis, das ich jetzt hier ungern vergleiche. Trotzdem, wenn ein Team so viel bezahlt für einen Quarterback, dann erwarte ich auch Leistung. Oh, kann ich nicht festhalten. Eieiei. 3. und 10. Die Lage sieht nicht wirklich besser aus für uns. Wir müssen deep gehen. Goodwin. Unser Mann des Vertrauens. Oh, fast mit der Interception. Ich wollte ihn hochschmeißen. Weiß nicht, wieso er so unterworfen wurde von Jimmy Garoppolo. Da war er jetzt sein Geld definitiv nicht wert. Wir bekommen nochmal die Möglichkeit, 1:53 vor Schluss hier immerhin noch ein Field Goal zu erzielen. Das wäre natürlich richtig cool. Ich nehme das Laufspiel. Und das reicht für 1-2 Yards. 3 Yards. Die Defense der Seahawks darf man halt nicht unterschätzen. Bleibt eine der besten Defense überhaupt der Liga. Auch letztes Jahr mit vielen Verletzungen. Wir haben viele Spiele gewonnen für die Seahawks, wo eigentlich schon längst verloren schienen.
Einfach nur dank guter Defense-Leistung. Und hier ein Hammerpass von Garoppolo. Eine Minute vor Schluss. Der Drive lebt noch. Timeouts haben wir noch. Ich weiß nicht, ob ich die Timeouts nehmen muss oder ob der Coach uns die nimmt. Ich rede ihm mal noch nicht rein. Boah. Gut verteidigt hier. Incomplete Pass. Ja, ein paar Yards wären noch gut, wenn wir machen würden. Sieht zwar sehr nah aus mit dieser Kameraperspektive, wir sind doch aber noch einige Yards vom Field Goal entfernt. Und müssen jetzt hier mal zaubern. Letzter Spielzug. Ja, keine Chance. Wir waren nicht gut beschützt. Die O-Line hat uns nicht protect und dann ist es halt schwer, hier irgendwas Vernünftiges zu machen. 7:3 und wir sind bereits im dritten Quarter. Field Goal, Extra Point, gut. Nichtsdestotrotz, der Schaden hält sich noch in Grenzen. Jetzt können wir einen Touchdown machen und ausgleichen. Jawohl, Laufspiel gut und der ist durch. Der ist durch, Heide. Wow, wieder mit einem Spin-Move. Wird aber noch gefasst. Aber das waren ordentlich Yards hier von Heide. Und wieder sehen wir an einer Stelle, die wir sehr gut kennen, wo wir regelmäßig uns festbeißen bei den Seahawks. Aber nicht so hier. Heide kommt wieder durch. Wieder 10 Yards. Wow. Ich bleib beim Running-Spiel. Coach bleibt auch dabei. Wow, und er tankt sich immer noch, immerhin von Yards mehr durch. Williams, 2. und 9. Ja, auch ein Field Goal wäre aktuell nicht schlecht. Aber wir brauchen sicherlich noch einen Touchdown. Mindestens einen brauchen wir. Und das reicht für First and Goal. Nein, reicht nicht für First and Goal. Aber wir sind ziemlich nah an der Endzone. Ah, das war jetzt nicht das Goldene von Mai. Ah, ich bleibe beim Coach. Der soll ruhig sein Ding durchziehen. Junger Coach, junges Team. Eines der einzigen Teams, die eine Frau als im Training Staff dabei haben, die San Francisco 49ers. So, 3. und 8. Wieder eine heikle Situation. Goodwin, Goodwin. Nein, das reicht nicht. Spielen Sie ihn aus. 4. und 2. Ich würde ein Laufspiel machen. Aber die gehen nicht dafür. Field Goal, Extra Point. Aber da muss man schon der Defense vertrauen. Und die hat heute nicht gerade den besten Tag. Aber macht hier ein Interception, Fumble, was auch immer. Hab's jetzt nicht gesehen. 10:6. Ein Field Goal reicht uns nicht. Wir müssen mal punkten. Aber aktuell läuft es gar nicht so schlecht. Ja, schlechter Pass von mir. Zu spät oder zu früh? Ich hätte auch rechts spielen können.
Wäre vielleicht die klügere Variante gewesen. Wir gehen jetzt. Ja, Kittel verletzt. Das ist natürlich nicht das, was wir brauchen. Oh, der ist durch. Gut gemacht. Ordentlich Yards hier. Und die nächste Verletzung. Jacksonville gewinnt gegen Tennessee. Oder wie sie sich gerne selbst nennen, Saxonville. Wir nehmen das Laufspiel, das wieder sehr gut ist. Klasse! Wow! Ja, mehr Laufyards als Passing Yards. Aber hey, wieso soll ich passen, wenn wir ein super Laufspiel haben? Super. Tankt sich da nochmal durch. 121 Yards, 2. und 3. Garoppolo gibt hier nochmal die Befehle. Goodwin. Unser Mann. Und wow, was für ein Catch. Er holt uns da aus der Scheiße, muss ich ganz so sagen. Wow, super, was er hier geholt hat. Goodwin, 5 Minuten 40 vor Ablauf des regulären Spiels. Und jetzt Touchdown, ich würde es ihm gönnen. Nein. Heide macht es nicht. 2. End Goal. Ja, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, will man für den 4. gehen, wenn es nicht klappt oder nicht? Aber so weit sind wir noch nicht. So, Kittel raus, Kelleck kommt für ihn rein. Kann er ihn? Nein! Oh, der hätte einen Kittel gehabt. Den muss er haben. Das ist nicht unsere Schuld. Aber mit dem können wir uns aktuell nichts kaufen. Auch im letzten Spiel der Interception war nicht direkt unsere Schuld, aber eben. Okay, ich gehe selbst und mache den Touchdown. So, Garoppolo, wenigstens in diesem Spielzug sein Geld absolut wert. Ich habe gesehen, keiner frei, alles sehr, sehr gut gedeckt von den Seahawks und dann nehme ich halt die Füße unter den Arm und laufe selbst. Ja, dieser Spruch macht wenig Sinn. Aber hier, die Punkte machen Sinn. Führung der 49ers. Und ja, extra Point würde ich jetzt machen. Für 2 gehen bringt uns definitiv nichts. Wohl, würde uns was bringen eigentlich. Aber jetzt müssen die Defense-Leute mal dicht halten. Das sieht nicht gut aus. Die kommen immer wieder durch. 3. und 16. Und 3 Minuten 10 vor Schluss. Jetzt haben wir den Ball wieder. Und die Seahawks vertrauen ihrer Defense. Die sagen, die machen das. Wir müssen hier nichts riskieren. Wir haben noch 3 Timeouts. 2-Minute Warning. Unsere Defense hält das dicht. Und dann machen wir die Punkte mit Russell Wilson. 3 brauchen sie ja nur. Das ist nicht alle Welt. Aber ich werde hier die Zeit runterstreichen lassen. So viel Zeit von der Uhr nehmen wie möglich. Und das wird wieder ein guter Run. Block und dann der Spin-Move auf die falsche Seite von Heide. Aber der Junge Game-Winner bis jetzt. Und jetzt kommt die 2-Minute-Warning. Die werden wir natürlich noch mitnehmen. Spielzug sicherlich nicht vorhinein bringen. So, und weiter den Ball laufen. Ja, wenn wir jetzt in Field-Goal-Range campen, dann wären wir froh, hätten wir vorhin den Extra-Point gemacht. So, die Seahawks nehmen das Timeout. 2. und 11 und jetzt wird gepasst, weil jetzt ist die Zeit sowieso geeist. Pass kommt an.
Das heißt, sie müssen ein Timeout nehmen. Das war jetzt das Wichtigste, dass er nicht sehr, sehr vielversprechend war. Das hat man gesehen. Aber wichtig in diesem Moment hier die Zeit eisen. Den Pass immerhin anbringen. Ich nehme das Laufspiel. Mag vielleicht riskant sein. Dritter und 10. Aber sie müssen somit das letzte Timeout nehmen. Wir müssen punten. 4. und 6. Und jetzt natürlich unsere Defense die Daumen drücken. Oh, was war das? Okay. Also der Punt, die Seahawks mit einem Fumble, Interception, was auch immer. Und somit jetzt wie nochmal die Möglichkeit hier kurz vor Ende nochmal zu punkten. Zweiter und 6. Nehmen das Laufspiel. Ich würde Heide diesen Touchdown hier noch gönnen. Der hat ein super Game gemacht. Wir gehen nicht auf die Knie. Wir spielen den jetzt nochmal aus. Klar, Risiko, Fumble etc. Aber ein Laufspiel ist das geringste Risiko. Hier macht Heide nochmal einen guten Move. Und ja, was macht jetzt der Coach? Nimmt er noch die Punkte mit? Jawohl, nimmt er mit. Und jetzt könnte es halt noch gefährlich werden. Darum halt auf die Knie gehen. Aber die Seahawks machen es nicht. Unser erstes Game gegen mein Lieblingsteam, die Seattle Seahawks, die jetzt mit 0-2 dastehen. Oh meine Güte, also die sind noch gefordert. Und wir mit dem ersten Saisonsieg mit den 49ers. 16-10, Low-Score-Game. Aber die Defense hat gut gespielt. Garoppolo ein paar gute Plays gemacht und ich glaube, das könnte durchaus noch eine sehr, sehr interessante Saison werden. Denkt daran, schreibt rein, was ihr vom Mega-Deal mit Jimmy Garoppolo und den San Francisco 49ers haltet. Was denkt ihr, was hat das für Konsequenzen für die NFL? Und ja, die vielen guten Quarterbacks, die noch auf einen Vertrag warten. An dieser Stelle danke fürs Zuschauen, nicht traurig sein, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis zum nächsten Mal, euer Pico. Ciao, ciao.